herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und zwar heute wieder mit einer Heftbeschreibung, sogar im Hauptkanal. Und das hat damit zu tun, es ist Star Wars, es ist ein Sandcrawler oder, wie es auch in dem Heft genannt wird, ein Sandkriecher. Und es sind hier 50 Teile immerhin in diesem Set für, ja, immerhin mit Zeitschrift 3,99. Das ist Nummer 25, jetzt im Juli 2017 quasi erschienen, noch im Zeitschriftenhandel auch zu bekommen. Und das gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Natürlich haben wir hier wieder ein bisschen Werbung für sonstige Produkte des Blue Ocean Verlags, der mir das übrigens zur Verfügung gestellt hat, das Heft. Dafür nochmal vielen Dank. In diesem Fall sind es wieder Sammelkarten von Ninjago, zweite Edition. Heute gucken wir da mal nicht rein. Da sind eben Sammelkarten drin, sondern wir gucken uns den Sandcrawler an. Und den werde ich jetzt mal bauen. 50 Teile, das könnte mehrere Minuten dauern. Deswegen bauen wir nur mal ganz kurz einmal auspacken und... Huch, Mensch, keine Klebesache diesmal. Ganz was Neues. Ja, bei so vielen Teilen, dann muss man wohl doch auch hier zur Schere greifen. Wahrscheinlich zerschneide ich gerade irgendwas, aber ja, doch, es fühlt sich normal an. Wir kippen aus, wir schauen rein und wir sehen 50 Teile in Sandcrawler Grau-Braun. Also da werden wir jetzt mal bauen. Bis gleich. Jo, und da ist er, der kleine Sandcrawler. Also er war ja schon immer in der Realität eher nicht das Schmuckstück der Sammlung, aber zumindest funktionabel. Also eher die Familienkutsche als der Sportwagen. Wie auch schon hier in der Beschreibung steht im Heft, der schafft gerade mal so 30 km/h, aber ja, Platz ist da, nicht? Also da passt auch durchaus nochmal das ein oder andere ja, rein eben, nicht? Also wir haben ja den Großen hier auch schon mal vorgestellt. Also das habe ich hier, glaube ich, irgendwo nochmal verlinkt. Der ist natürlich dann noch beeindruckender, aber nö. Passt. Also hat vorne noch ein Lämpchen, ne? Also Vorsicht im Straßenverkehr, alles okay. Die Räder hier unten sind nur, ja, die sind nur angedacht sozusagen. Da muss man dann schon über den gralatten Untergrund so rüber rubbeln. Aber, also da rollt nichts. Und reingucken kann man auch nicht. Also hat keine Kapuze, kein Kajütchen oder sonst was, aber es hat Löcher und ja, also von der Ferne und von der Nähe hat man eine Ahnung, das könnten Sandcrawler sein. 50 Teile, passt auch genau. Man muss auch wieder sagen, bei diesen Blue Ocean Geschichten, es sind immer keine Teile über. Also wenn man weiß, da liegt noch ein Teilchen, dann hat man was falsch gemacht. Ansonsten passt da schon und jo, so sieht er aus, nicht? Also so könnte man jetzt auf Tatooine, also der Champ werden, zumindest unter deinen Jawas Freunden. Genau. Ah, Träumchen. Das, was ich gerade eben erzählt habe übrigens, insbesondere mit den 30 km/h, das wusste ich tatsächlich nicht. Findet man, wie gesagt, hier im Heft. Da gibt es ein paar Infos dazu. Wie man sieht, auch eher übersichtlich. Aber ah, hier sehen wir auch den Laderaum. Siehste, 1500 Druiden passen rein. Ja, macht Eindruck auf jeden Fall. Und die Bauanleitung dazu, die gibt es auch natürlich in der Mitte des Heftes. Da sehen wir es, wie es zusammengebaut wird. Bauzeit, ja, 5 bis 10 Minuten. Dann ist das Ganze fertig. Ansonsten das Übliche im Heft, was man so erwartet. Zwei Comics. Einmal geht, glaube ich, eine Geschichte weiter. Zum anderen gibt es eben eine neue. Da spielt beim zweiten dann auch der Sandcrawler mal eine Rolle. Es gibt ein paar Rätsel. Im Gegensatz zu Friends keine Bastelanleitungen. Aber immerhin hier Sender Freemaker. Über den erfahren wir noch ein bisschen was. Und ja, da ja auf der einen Seite die Bauanleitung ist, ist auf der anderen nur das Poster. Was steht da? Auf ins Gefecht. Ja, genau. Da muss man Mami wahrscheinlich auch erstmal überzeugen, dass das dann auch bitteschön bei einem Kinderzimmer hängen soll. Aber ist ja Star Wars. Ist ja alles nicht schlimm. Ist ja auch nur Lego. Ja, ein bisschen Werbung für andere Sets. Die Auflösung, ein paar Fans haben geschrieben. Und das Zweitspannendste des Heftes natürlich neben dem Set. Was kommt denn als nächstes? Und zwar dann, wir sehen es hier schon, eine Minifigur ist es wieder. In diesem Fall ist es ein Imperial Snowtrooper. Also wir merken schon, auch hier bei den Zeitschriften, es geht langsam wieder in die kalte Jahreszeit. Die Tage werden wieder kürzer. Ab dem 22. Juli kann man den Snowtrooper sich dann also holen. Jo, das war's. Vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Der Sandcrawler, ja, also der steht, den stelle ich bei mir erstmal auf den Schreibtisch. Der macht Eindruck. Ich ärgere mich zwar immer noch, dass ich den Großen wieder zurückgeschickt habe, beziehungsweise mir nicht noch, doch noch gekauft habe. Der war ja nur eine Leihgabe, aber naja, immerhin habe ich den Kleinen dann und das passt doch. Das war's für heute dann mit der Klemmbaustein-Lyrik. Bis bald und tschüss.